Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP. Yay! Und bei mir ist ein ganz besonderes Team, Leute. Also man könnte mir jetzt Diskriminierung vorwerfen, aber das ist es nicht, denn wir sind ein reines Hufflepuff-Team, Leute. Ausnahmsweise heute sind aber auch nicht so mega viele Leute online und ihr seht ganz eindeutig, Hufflepuff ist auch deutlich in Führung. Und ich habe vorhin gefragt und da haben sich halt als erstes nur Hufflepuffs gemeldet. Was kann ich denn dafür? Ja, also eine tolle Hufflepuffige Runde hier heute. Bestehend aus Jojo MFL. Hallo Jojo. Dann haben wir Lumus Linny. Hallo Lumus Linny. Und natürlich noch Brilli JT, was wie gesagt nicht YouTube heißen kann, weil YouTube mit Y anfängt und nicht mit J. Brilli, irgendwann lernst du das noch. So, genau. Wir haben heute die Aufgabe von letzter Folge wieder hier am Start. Und ich habe ja eigentlich letzte Folge gesagt, dass ich mich nicht so sehr traue, Leute dazu zu holen, weil es halt schwierig werden würde. Aber ich habe mal nachgedacht und habe jetzt eine Aufgabe gefunden, die super von den Leuten erledigt werden kann. Und damit ist der Ausbau des Raums gemeint, und zwar auf die finale Größe. Also sowohl die Breite wird überarbeitet, als auch die Höhe. Und sollte noch was Zeit übrig bleiben, werden wir hier auch noch ein bisschen in die Länge arbeiten. In die Länge? In die Tiefe arbeiten. Ja, in die Tiefe arbeiten, Daniel. Und während die Leute das machen, werde ich mich natürlich weiter um den Ausbau selber kümmern. Und ob ich das wieder nur so schaffe, ohne ein Thema einzublenden, das wird sich rausstellen. Aber ich habe kein Thema vorbereitet, also von daher ist es eh schon erledigt. Ja, ich würde sagen, ich schreibe einfach mal slash go in den Chat, Leute. Das wird toll. So, slash go und ein lachender Smiley natürlich. Und dann beginnen wir jetzt mit der heutigen Aufgabe. Meine Aufgabe, die jetzt in allererster Linie ansteht, ist die, dass ich mich jetzt um die Säule kümmere, die als erstes hier gebaut werden soll. Und da bin ich gerade am Überlegen, wird die jetzt so hier hingebaut, weil Diana Hufflepuff hat auf ihrem Foto, wenn ich es nicht vergesse, blende ich es euch nochmal ein, hat neben dieser Säule hier noch eine weitere Säule gebaut, die direkt hier vor den Treppen steht und die einen Umfang von 4 Steinen hat, also auch ein bisschen wuchtiger ist. Ich bin am Überlegen, soll ich die jetzt so bauen oder soll ich die eher... Wartet, ich zeig's euch. Oder soll ich sie eher so bauen? Wobei, dann kommt sie ziemlich nah an diese und ich weiß nicht genau, ob mir das gefällt. Und ich weiß auch noch nicht genau, ob es mir gefällt, dass diese Säule direkt an der Treppe angrenzt. Wartet, wir probieren es nochmal aus. Wir haben ja ein bisschen Zeit und die Möglichkeit, hier auch viel zu experimentieren. Und deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich heute kein Thema habe, weil dann können wir uns voll und ganz auf die Bauaufgabe konzentrieren, die ja definitiv spannend ist. Ja, so würde es mir ehrlich gesagt besser gefallen. Jetzt gucken wir uns nochmal gerade ganz kurz an, wie es aussehen würde, wenn die Säule noch ein bisschen nach außen hin steht. So. Und ja, kommt, na, wobei, nee, wir machen es so, Leute, dann machen wir es genau, oder fast so, wie Diana es vorgebaut hat. Sie hat es, wie gesagt, direkt hier an die Treppe angrenzen lassen, das mache ich jetzt ein bisschen anders, aber ansonsten sollte das gleich sein. So, dann machen wir die gleiche Säule natürlich wieder symmetrisch auf diese Seite hier, wenn ich denn könnte, meine, habe ich ernsthaft kein Kabel mehr? Warte, ich muss mir mal eben auch was abbauen, Leute. So, Pornospitzhacke, wo bist du? Da bist du. Hey, achso, die ist ja da. So, dann baue ich mir auch einmal hier ganz gepflegt ein paar Cobblestones ab, weil die brauche ich, Leute. So, und oh, hier ist ein frei... Oh. Ja, hätte ich das mal früher gewusst, Leute, dann hätte ich auch gewusst, dass diese Aufgabe definitiv viel zu schnell fertig wäre. Aber die Leute haben auch, wie gesagt, noch die Aufgabe, hinten weiterzubauen, wenn sie eben nichts mehr zu tun haben. Also von daher hat der Daniel da schon vorausschauend darüber nachgedacht. Ganz genau. Ups, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ist es immer noch morgens, Leute? Muss ich euch das noch sagen? Nee, ne? Ihr wisst das. Ihr merkt das schon, ne? Dass ich durch bin. Ja, ihr merkt das. So, das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal diesen Block hier, von dem ich mir einfach wieder viel zu viele gemacht habe. Dann setzen wir den so und gucken nochmal gerade eben, ob er wirklich symmetrisch zur anderen Seite ist. Und das ist er auch. Sehr gut. Dann kommt als nächster Step wieder hier unser Bruchstein, mit dem wir auch diese Säule hier gebaut haben. Und die bauen wir jetzt so nach oben. Und zwar ist die insgesamt 1, 2, 3, 6 Steine hoch. Also zumindest, wenn ich mich jetzt nicht komplett verzählt habe. Wir gucken einfach mal am Ende. Aber ich glaube, Diana, wenn du hier gerade zuschaust, es müssten 6 Steine sein. Leute, ich muss auch nochmal sagen an dieser Stelle, ich finde es mega, mega geil, dass mittlerweile einfach total viele Leute sich hier in Let's Build Hogwarts in der Form verewigt haben, dass sie eben wirklich maßgeblich einen Baufortschritt beigetragen haben. Ich erinnere da gerne auch nochmal
an Koala HD zum Beispiel, die ja bei dem Kopf von Slytherin mitgearbeitet hat und da eben auch die größten Ideen mit eingebracht hat. Nexius hat die Schlucht von Hogwarts hat er angefangen zu bauen oder mitunter angefangen zu bauen, aber er ist da auch ein Vorreiter gewesen, der es richtig geil umgesetzt hat. Und jetzt hier das hier mit Diana Hufflepuffs Idee fürs Pokalzimmer. Ich muss nicht mehr sagen, dass das von mir gebaut ist. Gut, es ist zwar schön zu sagen, dass es von einem selber gebaut ist, aber nö, die Ehre kann ich jetzt jemand anderem zuteil werden lassen. Und das finde ich ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, was mich persönlich auch sehr freut. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Und warum bin ich wieder unsichtbar? Ja, naja, die Leute sehen mich jedenfalls. Sie haben zumindest nicht gesagt, dass sie mich nicht sehen. So, noch einmal mit dem Animagus, weil jetzt kümmere ich mich hier noch schnell um den Eingangsbereich. Der wird nämlich auch... Ja, da haben wir nämlich ein paar kleinere bis größere, nee, kleine Fehler gemacht, Leute. Große Fehler sind es nicht, aber kleine Fehler. So, das muss noch einmal weg. Und ja, während ich das hier mal so ein bisschen ausprobiere, nochmal die Frage an euch. Findet ihr es persönlich schön, wenn ich ja, Folgen bringe, wo wir ja, nur bauen? Also speziell ein Bauvorhaben in Angriff nehmen und uns da eben versuchen und ja, experimentieren und arbeiten dran. Also findet ihr das schön oder würdet ihr sagen, nee, Daniel, irgendwie ist das nicht so das Wahre, wir wollen lieber Themen und wir wollen lieber, dass du ja, keine Ahnung, dass du über irgendwelche Harry Potter Sachen redest. Im Grunde ist es ja auch, dass ich hier über Harry Potter Sachen rede, nur halt eben über die eigentliche Bauaufgabe. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite lese ich halt immer wieder, dass ihr das toll findet, auf der anderen Seite lese ich immer wieder, dass Leute halt Bauvorschläge haben wollen, was ich ja vollkommen nachvollziehen kann, Leute. Aber ich bin dann halt manchmal gerade vor so einer Folge hier am struggeln, wie oder ob ich überhaupt ein Thema einbauen kann, weil ich will auf gar keinen Fall, dass das Thema mich in meinem Bauvorhaben einschränkt, weil das Bauvorhaben ist definitiv wichtiger als alles andere. So, jetzt brauche ich nochmal eben ein bisschen Holz. Haben wir hier noch was? Nö, dann gehe ich mir nochmal schnell was aus dem alten Pokalzimmer snacken. So. Wo haben wir's, wo haben wir's, wo haben wir's? Übrigens, das hier wird natürlich auch alles noch verkleidet, Leute. Das ist Rohbau hier. Sollte auch klar sein. Und ja, diese Öffnung wird auch noch zugemacht. Wir sind hier direkt unter der großen Halle. Da oben ist die große Halle. Und ja, ja, wird verkleidet, Leute. Wird verkleidet, auf jeden Fall. So, jetzt muss ich aber mich nochmal... Ach nee, warte, wir müssen ja nach oben. Boah, Leute, habe ich schon gesagt, dass ich durch bin? Altes Pokalzimmer, da ist es doch. Sehr gut. Dann bauen wir uns da auch direkt Treppen ab, da muss ich mir die nicht selber craften, ne? Ich bin ja halt ein bisschen faul. So, kommt mal her, ihr süßen kleinen Treppelchen. So, und wer ist da oben und wartet direkt über mir? Also wir sind ja jetzt direkt unter der großen Halle so gesehen und da ist der Aberrath wieder von letzter Folge. Also er scheint echt keine Motivation zu verlieren, hier dran teilzuhaben, finde ich cool. Also Aberrath, Daumen nach oben dafür. Ich mag es immer total gerne, wenn Leute hierbei zuschauen. Da fühlt man sich eben als Hogwarts-Erbauer oder als jemand, der gerade ein Hogwarts baut, wie jemand auch, der... Ja, keine Ahnung. Man fühlt sich einfach wie so eine kleine Attraktion. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, Leute. Vielleicht denkt ihr auch, ich bin komplett geistig behindert. Vielleicht bin ich es auch. Man weiß es nicht, Leute. Es ist ein Mysterium. Aber da es Galileo Mystery nicht mehr gibt, können sie ja diese Frage nicht klären. Ja, schade drum. So, wir gehen wieder nach unten, damit die Leute nicht denken, dass ich mir gerade einen chilligen mache. Und ja, das sieht auch hier mit den Säulen schon mal sehr nice aus. Wir kommen in eine gute Richtung. Jetzt aber erstmal die geplanten Treppen, die ich mir erstmal in die Hotleiste packe. So, und dann der Animagus nochmal. Und jetzt müssen wir eben hergehen und genau das nicht machen. Genau das war nämlich falsch. Wir müssen nämlich die nächste Treppe dran setzen. Und ich glaube, ein Hilfsstein wäre gar nicht so verkehrt. So, dann machen wir das so. Und dann natürlich nochmal so. Und damit haben wir das einigermaßen gemacht. Genau. So, jetzt verkleiden wir das Ganze hier nochmal mit ein bisschen Holz. La 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 la. So, und haben es damit hier schon mal Leute, das sieht geil aus. Ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg. Diana, kannst du mich mal bitte in den Kommentaren loben für meine, für mein tolles Nachbauen hier? Dann wäre ich echt happy, weil dann würde ich auch wissen, dass ich das hier richtig mache und nicht irgendwie Scheiße fabriziere. Das ist definitiv nicht richtig gewesen. Dann machen wir es nochmal neu und zwar so genau. Und das gleiche nochmal so. Und so, sehr gut. Jetzt müssen wir allerdings nochmal gucken. Oben kommen wieder... Normale Steine. Na, nee, sie hat nochmal schräg gebaut. Also so theoretisch. Also mit Treppen meine ich jetzt.
Ja, würde ich jetzt auch erstmal so durchziehen. Und jetzt kommt auch der Grund, warum diese Aufgabe mit dem Zumauern gerade vorhin sinnlos war, weil wir das jetzt wieder zumauern. Aber fürs Verständnis ist es ganz gut, wenn man alles Stück für Stück macht. So ungefähr. Leute, das sieht doch aus wie auf dem Foto, oder? Ja gut, diese drei kleinen Punkte da oben fehlen jetzt, aber die müsste ich jetzt nicht unbedingt dabei haben. Also, ich finde die jetzt nicht hässlich, aber auch nicht mega schön. Von daher ist das jetzt kein Drama. Aber ansonsten, Leute, das sieht doch gut aus, oder? Wir sind auf dem richtigen Weg. Und jetzt kommt natürlich noch die nächste Aufgabe. Das heißt, ich packe mir direkt schon mal das nächste Foto aus hier. Denn die Säulen, die wir jetzt gerade da angedeutet haben, werden natürlich nochmal gebaut. Also es gibt noch zwei Säulen, die hier an die Wand gesetzt werden. Und noch eine Säule, die hier im Raum steht, so wie diese da. Und ja, jetzt hätte ich vielleicht abzählen sollen, wie weit diese Säulen voneinander entfernt sind. Aber weil ich leider ein bisschen blöd bin, habe ich das natürlich nicht gemacht. Deswegen, ja, soll ich schätzen? Soll ich sie erstmal ignorieren? Ich könnte jetzt auch eben abzählen auf dem Foto. Oder ich mache das einfach selbstständig. Ja, ich warte damit, glaube ich, lieber, Leute. Und helfe erstmal dabei, den Boden hier weiterzubauen. Weil natürlich können wir ja jetzt schon alles bauen und schon loslegen und so. Aber ich neige halt dazu, viel zu vorschnell das zu machen. Und am Ende, ja, ist die Bestrafung dann die, dass wir halt alles wieder neu bauen müssen und korrigieren müssen. Und warum? Sag mal, Server, willst du mich trollen? Ja klar, da kann ich Steine setzen, aber da natürlich nicht. Warum auch immer? Das ist doch der gleiche Bug, den wir mal bei der Kammer des Schreckens hatten, oder? Aber gut, da hat sich's erledigt, weil kurze Zeit später konnte ich dann plötzlich wieder Steine setzen. An dieser Stelle, wo ich da vorerst keine setzen konnte. Wird wahrscheinlich dann auch hier wieder so sein. So, also, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Boden. Und ich muss sagen, Leute, diese beiden Folgen, in denen wir jetzt im Pokalzimmer gearbeitet haben, waren unglaublich wertvoll für uns. Weil der schwierigste Part war für mich tatsächlich der Eingang, weil man sich da halt wirklich reinfinden musste. Und, ja, das, finde ich, habe ich eigentlich ganz gut gemacht und bin sogar sehr zuversichtlich, dass die anderen Bestandteile vom Pokalzimmer jetzt nicht mehr so das große Problem werden. Was nochmal ein großes Problem wird, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass die, ja, dass die Decke ein großes Problem werden wird. Vor allem deswegen, weil sie halt so, ja, hallo? Rucksack, bleibst du mal auf? Lol, der geht immer von selber zu, Leute, ich schwör's euch, ich laber euch nicht, voll. Naja, egal, gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Was ich gerade sagen wollte, also die Decke wird nochmal ein großes Problem werden, weil ihr habt ja schon auf den Bildern gesehen, die ist wie so ein Spitzdach oben spitz zugezogen. Und, ja, wie baut man Spitzdächer, Leute? Was für Steine braucht man für Spitzdächer? Ganz genau, Treppen. Ich will aber keine Treppen. Ich hasse Treppen, Leute, über alles und mir graut es ein bisschen vor dieser Decke. Und ich hoffe wirklich, dass Diana Hufflepuff hier auf dem Server spielt. Ich glaube das auch. Ich bin mir so sicher, dass sie hier auf dem Server ist. Jetzt ist sie gerade nicht online, aber ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich einen Namen Diana Hufflepuff hier schon auf dem Server gesehen habe. Wie gesagt, könnte auch eine andere sein, aber muss nicht unbedingt. Es bleibt spannend, Leute. Ich werde diese Aufgabe jetzt auch erstmal pausieren. Nicht so wie bei der Kammer des Schreckens jetzt für mehrere Folgen. Also, ja doch, für mehrere Folgen schon, aber nicht für die ganze Staffel. Das wollte ich damit sagen. Aber ich werde es so lange pausieren, bis Diana entweder da ist auf dem Server oder bis sie mir sagt, Daniel, ich spiele doch gar nicht auf dem Server, du elendiger Esel. Dann werde ich es versuchen, weiter alleine zu machen, weil dann kann sie mir natürlich nicht so in der Form helfen. Aber ich will, genauso wie bei Koala, ihr die Chance geben, weil sie die Idee eingebracht hat, ihr eben auch hierbei zu helfen. Genau. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und deswegen warte ich da lieber, bevor ich jetzt auf Teufel komm raus hier alles selber baue. Und ich glaube, das ist auch fair den Leuten gegenüber, die halt auch sich die Arbeit gemacht haben. Block! Reg mich nicht auf! Lass dich jetzt da reinsetzen! Warte mal! Achso, ich dachte gerade, ich verliere den Stein dadurch, aber das zum Glück nicht. Das wäre ja... Das wäre jetzt die Krönung gewesen, ey. So, jetzt schnell nochmal hier die Mauer setzen. Und dann haben wir zumindest hier die fertigen Wände schon fertig verkleidet, Leute. Und ja, wenn ihr mich fragen würdet, wie ich aktuell das Pokalzimmer finde, muss ich sagen, es geht Richtung 1. Aber das ist ja mittlerweile schon fast eine Tagesordnung, wenn ich eure Ideen umsetze und wir zusammenbauen, dass da meistens was Geiles rauskommt. Ich erinnere nur an die Kammer des Schreckens, Leute. Es, ja, nimmt wirklich Form an hier in LBH. Und ich glaube, wir bauen LBH jetzt auch in einem, ja, Maßstab und in einer Qualität, wie sie damals noch nicht da war, als ich das alleine gemacht habe. Und das ist ja wohl
wohl mal mega awesome. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich als nächstes machen kann. Wie gesagt, eigentlich würden sich die Säulen anbieten, aber ich glaube, der Raum ist noch ein bisschen breiter. Ich könnte jetzt doch nochmal... Oder wartet, Leute, ich guck mal eben auf meinem Foto. Ist jetzt für euch vielleicht nicht ganz so interessant, weil ich das... Ja, weil ich im Gameplay gerade hier nichts mache. Aber ich muss mal eben kurz gucken. Also, wir haben insgesamt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... oder nee, warte, ich muss das anders ausrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 3 sind, oh Gott, wartet. Das rechnet der Daniel jetzt schnell im Taschenrechner aus. Geht gleich weiter, Leute. Hab ich gerade 9? Warte mal. Jetzt muss ich nochmal, oh Gott, Leute, ja, es ist zu spät, zu früh meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 9. Oh Gott, Leute, es ist so Mäusemelken. Sowas rechnet man eigentlich als guter Let's Player vor den Folgen aus, aber naja, ich bin halt kein guter Let's Player. So, und das, dann sind es 27 plus nochmal 3 Zweiersäulen, das heißt nochmal plus 6. Das heißt, der Raum muss 33 Steine tief sein. Rechnen wir doch mal. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 und 33. So, damit hätten wir den Raum jetzt schon mal zumindest angedeutet. Das ist mega geil, weil wir den Leuten dadurch natürlich es auch vereinfachen, wie weit der Raum nach am Ende gebaut werden soll. Also wie weit nach hinten und so. Also gut, man müsste eventuell noch einen Stein weiter nach hinten gehen, weil natürlich noch eine Wand verkleidet wird. Von daher müssen wir die noch mit einberechnen. Also 34 Steine sind es im Endeffekt. Aber das können wir ja jetzt auch perfekt andeuten. Oh mein Gott, Leute, das ist geil. Warte, dann mache ich das drüben auch nochmal eben schnell, dass wir uns da treffen, weil wäre ja aber jetzt blöd, wenn das jetzt nicht so ganz funktioniert mit meinem Eingrenzen hier. So, haben wir eine Schaufel? Wir haben eine Schaufel, Leute. Was ist denn heute schon wieder los hier? Ich glaube, das nimmt gute Formen an. So, und dann buddeln wir uns auch nochmal hier eben in die Seite. So, zack, 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 zack. Jetzt habe ich hier natürlich nicht mitgerechnet oder mitgezählt, besser gesagt. Deswegen schlängele ich mich einfach mal auf gut Glück hier so lang. Und mit etwas Glück werde ich die andere Höhle treffen, die ich da so noch gebaut habe. Ja, sorry Leute, dass ihr gerade nicht so viel... Wartet, ich mache euch Lumos an. So bin ich, Leute. Ich bin ein soziales Dagi-LP. Wartet. Lumos, 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 Lumos. Und zack. So, perfekt. Gut, dann versuchen wir es weiter. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich die Höhle gerade nicht so treffe. Da ist die Höhle. Nice. So, ja, dann schaffen wir es doch. Dann buddeln wir jetzt hier nochmal ein bisschen fröhlich in die Richtung. Hier können wir immer wieder gucken, ob wir noch auf der richtigen Höhe liegen. So, hier so, ne? Ja, wir liegen noch auf der richtigen Höhe. Und ja, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Also von daher können wir hier noch fleißig abbauen. Und nein, Leute, ich werde jetzt nicht das Ganze hier alleine abbauen. Das ist nicht mein Ziel. Ich will es nur den Leuten einmal vorskizziert haben, weil diese Höhlen würden dann für sie eben diese Grenze darstellen, wie weit das Ganze hier eben abgetragen werden soll. Und deswegen mache ich das hier auch. So, das hier ist der Finale, das Finale quasi. Jetzt bauen wir das Ganze nochmal ein bisschen höher, damit ja diese Grenze noch ein bisschen deutlicher ist. So, und alles, was jetzt quasi innerhalb dieses Rahmens liegt, den wir gebaut haben, muss abgetragen werden. Und genau das ist jetzt die Hilfe, also die Hilfe den anderen Leuten gegenüber, weil es ist wirklich immer relativ schwer eben zu erklären, wie was gebaut werden soll. Und vor allem, wenn man nach Vorlage baut und nicht frei nach Schnauze, dann ist das immer doppelt und dreifach schwer. Und von daher ist es auch wesentlich leichter, wenn ich jetzt hier so einen Rahmen ziehe und nachher einfach sage, ey Leute, da ist so ein Rahmen, baut einfach alles, was da drin liegt, ab, dann macht ihr nichts falsch. So, das macht die Sache echt wesentlich leichter. Und nein, das mache ich nicht so, weil ich denke, dass ihr doof seid oder so, das sei auch nochmal an dieser Stelle gesagt, sondern ich mache das... Weil ich doof bin, Leute, und einfach nicht erklären kann. Und weil ich nicht erklären kann, muss ich mir das Ganze möglichst einfach gestalten. Und das ist halt eine Idee dafür, genau. So, da haben wir nochmal ein schönes Keystore kommen. Geil, das hilft uns nachher, den Raum schneller abzubauen. So, und wir sind fast durch. Da sind wir wieder. So, will ich das... Ja, komm, wir machen es noch ein bisschen höher, weil dann... gibt es da gar keine, Probleme mehr. Und, ich habe sowieso keine gute Aufgabe mehr in der Folge, wenn ich mal ganz ehrlich zu euch bin, Leute. Weil,
Naja, ich könnte jetzt zwar noch andere Aufgaben anfangen, so die Säule zu bauen und die Seitenverkleidung, das Seitenwände und so. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine Aufgabe, die ich zusammen mit Diana machen wollen würde. Und zum anderen, ja, reicht die Zeit nicht mehr. Und da nochmal zum anderen ist es auch so, dass ich mich ehrlich gesagt jetzt in der Folge nicht so wirklich dran traue. Die letzten beiden Folgen waren mehr Glück als Verstand, dass sie so gut liefen von den Bauaufgaben her. Und das will ich jetzt nicht strapazieren, indem ich jetzt auf Teufel komm raus die Seitenwände baue. Also, ich war schon verblüfft, dass ich bei der letzten Folge einigermaßen gut gebaut habe und diese Folge bin ich auch wieder verblüfft, dass alles hier einigermaßen Sinn ergibt, was ich mache. Aber ja, man sollte es nicht herausfordern, Leute. Man sollte sein Glück nicht herausfordern. Wenn man einmal eine Million gewonnen hat, dann sollte man aufhören, Lotto zu spielen. Habe ich gehört. So, dann einmal hier das noch abbauen. Und damit haben wir jetzt hier den Rahmen soweit gesetzt. Jetzt wissen wir zumindest, wie groß der Raum am Ende werden wird. Wobei, er kommt mir schon so ein bisschen quadratisch. Also jetzt gerade eher breit als lang vor. In der Vorlage war er ja eher lang als breit. Aber wenn wir uns vorstellen, dass das alles hier nur abgetragen wird bis da hinten, dann ist er ja doch schon so ein bisschen länger, oder? Und wir dürfen nicht vergessen, dass hier ja noch eine Seitenverkleidung hinkommt, die den Raum nochmal ein bisschen schmaler macht. Also von daher sollte das alles soweit passen. Und ich kann... Mano! Was ist das? Das ist kein Stein oder so, ne? Warte, vielleicht hilft es, wenn ich die Blöcke hier einmal abbaue. So? Nein, natürlich nicht. Kann ich denn jetzt... Als ob... Jetzt kann ich da auch keine mehr... Ja, wir müssen warten, Leute. Wir warten einfach mal. Ich denke mal, ja... In den nächsten Folgen wird dieser Bug weg sein und dann können wir uns da wieder an die richtige Arbeit begeben. Die Leute sind auch sehr, sehr weit gekommen. Das Hufflepuff-Team hat wieder sehr gute Arbeit geleistet. Also Fleiß und Motivation sind auf jeden Fall wieder bei Hufflepuff am Start. Und ja, die Wände sind anscheinend in der richtigen Breite und die Höhe wird auch weiter überarbeitet. Sehr, sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen, beenden wir die Folge. Und ja, dieser Eingang hier ist soweit schon mal fertig und zeigt damit auch schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und das Pokalzimmer wird wahrscheinlich auch diese Staffel vielleicht fertig gebaut, aber da würde ich mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, kommt ganz darauf an, ja, wie die weiteren Aufgaben aussehen und was für Komplikationen eventuell uns da noch erwarten. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo und auch gerne Kommentare, wie ihr das Ganze findet und ob ich in Zukunft weiter eher über Themen reden soll oder ob manchmal auch Folgen, wo reine Bauaufgaben drin sind, auch interessant sind. Würde mich interessieren und damit bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.